Oh la la, mes amis, le deuxième costume ne correspond pas. Was jammert der Franzose darum? Ach so, dass der zweite Anzug nicht passt. Ach, Kehr, ey, so ein bisschen moderne Schande von Gijón. Muss man doch drüber stehen, ey, die sind im Achtelfinale. Müssen wir Deutschland erstmal hin? Soll doch froh sein, Mann, Mann, Mann. Argentinien auch schlagbar als nächstes. Kehr, Mensch, Mensch, Mensch. Aber gut, wir jammern nicht rum, haben trotzdem verloren. Die zwei Systemwetten waren ein interessantes Experiment, mehr aber nicht, weil dieses Übertore-Ding bei Frankreich hat natürlich nicht geklappt. 0-0, hätten wir doch mal lieber das Remis ein bisschen niedriger genommen. Hätten wir es reingebastelt, hätte aber die Wette ja auch nicht funktioniert. Also, wir hatten hier nur eine grüne Stelle. Das war argumentativ, oder ich stehe da immer noch hinter, weil es hätte ja auch passieren können, wenn Ronaldo, wer kann denn ahnen, dass der einen Elfer verschießt, wäre doch dann Handicap ausgegangen. Okay, Uros haben überrascht, das über 3,5 gegen Spanien war wirklich sehr knapp, weil 2-2 sehr, sehr kurz vor Schluss. Ja, und Australien, ja, die wurden doch auch benachteiligt. Ich hab das gesehen, erste Tor, eigentlich abseits. Wofür gibt's denn den Videobeweis? Ich bitte euch, also gut. Gut, bilanzieren machen wir aber erst nach der Vorrunde. Was haben wir denn sonst noch so? Genau, ich wollte euch noch erinnern, einige haben ja auch schon mitgemacht. Ich habe ja noch dieses Buch, ne? Das gehört ja jetzt noch Jackpot. Und dieser Jackpot geht an alle frei raus. Matchplan heißt das Buch von Christoph Biermann. Der ist Chefredakteur oder einer der Chefredakteure von den Elf Freunden. Hat dieses Buch geschrieben. Höchst interessant, auch für Sportwetten. Durchaus Dinge drin, die ja, man sich aneignen kann. Und ja, auf jeden Fall super Buch. Viel über Zahlen, Fakten und so. Aber sehr, sehr gut geschrieben und nicht so kompliziert, wie ihr jetzt denken solltet. Also, was war das? Genau, WM Folge 1. Alle, die es nicht gesehen haben, guckt da nochmal rein. Da geht es darum, wir fragen danach, wie lautet die Finalpaarung? Und ich habe ja auch da in der Folge schon gesagt, man kann das dann auch noch ändern nach der Vorrunde. Und ich sag mal Deadline, wann mache ich die Screenshots von allen Ergebnissen, Prognosen? Die mache ich um Mitternacht nach den letzten Spielen, also am Donnerstag. Bis dahin könnt ihr Finalpaarungen auch, also eure alten Posts, gerne noch löschen, aber bitte nicht bearbeiten, weil die berücksichtige ich nicht. Also alle Neuen können auch hier mitmachen, super Buch, macht mit, schaut euch die Folge nochmal an, wie gesagt, WM Folge 1. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ja, ich habe mir vorgenommen, ich gehe kurz auf die Wetten ein, die ich nicht eingehe oder die Partien. Das ist zum einen Deutschland-Südkorea, weil da ist die, also da ist mein Matchplan. Definitiv nicht auf die Siegquote gehen, weil 1.20, das ist ja wohl eine Frechheit. Also so schlecht ist Südkorea auch nicht. Also an deren Stelle wäre ich mal richtig beleidigt. Also, was machen wir da sonst? Habe ich gesehen, ja, eine Quote, die hat mir ganz gut gefallen. Spiel sie aber auch nicht an, weil da kann so viel passieren. Und zwar war das Sieg Deutschland und unter 3,5 Tore. Die kann man für eine 2-0 anspielen. Guckt es euch mal an, vielleicht gefällt euch die. Ich lasse lieber weg, weil da kann auch ein 3-1 passieren für Deutschland. Da kann auch sogar ein 2-2 passieren, ein 2-3. Könnte gut abgehen. Also ich wage da keine Prognose, aber Deutschland kann sich auch sehr, sehr schwer tun. Und dann, wer das so denkt, nimmt halt die 2-0er-Quote. Dann gehe ich nicht darauf ein, auf die Partien der Brasilien-Gruppe. Das ist Brasilien gegen Serbien und die Schweiz gegen Costa Rica, weil je nachdem, wie Deutschland vorher spielt, Schweiz, Serbien, Brasilien, die wollen alle nicht gegen Deutschland spielen. Und falls es da Möglichkeiten gibt, irgendwie Torverhältnis eben dann nicht zu spielen und eben nicht Erster zu werden, könnte ich mir sogar vorstellen, dass zum Beispiel die Brasilianer dann auch sagen, ja, nö, gehen wir den Deutschen lieber aus dem Weg. Ich fände es auch verfrüht, wenn wir diese Partie hätten, aber Deutschland muss es sowieso erstmal schaffen gegen Südkorea. Brasilien muss auch seine Aufgabe lösen. Sind wir noch weit entfernt vom Achtelfinale, aber bitte nicht im Achtelfinale schon Deutschland-Brasilien. Das gehört doch später. Gut, was haben wir sonst noch zu vermelden? Ja, wir können auch mal reingehen in die neuen Tipps. Weil die restlichen Spiele haben wir ja und da haben wir als erstes Mexiko gegen Schweden in Jekaterinburg. Da nehmen wir das Boast-to-Score 9 für 1,85. Ja, Schweden wäre schön, wenn die gewinnen, irgendwie so 1-0 oder so, weil das wäre ja auch gut für die Deutschen, dass sie dann Gruppenerster werden könnten, was ja der Anspruch ist. Vielleicht ist der Teamgeist bei denen auch so wieder ein bisschen angestiegen.
weil, ja, gab's ja dann halt auch hier bei unserem netten Faultier, dem Durmas, da gab's ja ordentlich Alarm bei seinen Social-Media-Kanälen und überall. Und dann ist die Mannschaft, hat hinter ihm gestanden, sie haben sich öffentlich für ihn ausgesprochen. So wollen wir das sehen. Und vielleicht, ja, sind die eine gute Einheit. Mexiko sehe ich leicht favorisiert. Kann mir da auch ein 1-0 vorstellen. Da werden aber nicht viele Tore fallen. Und ich sag mal, entweder keiner schießt ein Tor oder einer. Das ist unsere Wette. 1,85 dafür eine super Quote. Am Donnerstag machen wir weiter mit Senegal gegen Kolumbien. Um 16 Uhr die Partie in Samara. Da sagen wir, Kolumbien gewinnt. Quote 1,90. Kolumbien hat uns super gefallen gegen Polen. Die haben das ganz souverän gelöst. Die Offensive funktioniert 1A. Und Senegal hat sich auch bisher wacker geschlagen, aber die Kolumbianer, die sind einfach stärker. Das wird ein sehr geiles körperliches Spiel, aber Kolumbien muss gewinnen. Das heißt, sie werden gewinnen. Die sind gerade richtig gut in Fahrt. Andere Partie um 16 Uhr findet statt in Volgograd, der Gruppe A. Japan spielt gegen Polen. Da nehmen wir das Head-to-Head auf die 1, also auf Japan. Die Quote ist hier 1,75. Ja, die Polen zerfleischen sich ja gerade schön. Lewandowski als Kapitän macht das auch noch vor. Keine Ahnung, wie die den Teamgeist da bis Donnerstag, also bis morgen da wieder hochkriegen wollen. Ich weiß es nicht. Die Japaner sind ein geiles Team. Die spielen schön miteinander. Und die werden diese Partie nach Hause schaukeln. Denen wird zwar auch ein Unentschieden reichen, deswegen machen wir die Absicherung hier. Aber die werden doch auf Sieg spielen. Ich schätze mal 1-0. Polen bleibt ohne Tor. Dann geht's weiter morgen Abend mit der Partie und einer weiteren Wette mit dem Tippkönig. Um 20 Uhr haben wir England gegen Belgien. Da sagen wir, über 2,5 Tore werden fallen in diesem Spiel. Die Quote ist 2,10. Gut, kann man jetzt auch sagen, halt so, ja, wissen wir jetzt noch nicht so, ja, gegen wen wollen sie denn spielen? Wer will Erster, wer will Zweiter werden? Nee. Ich glaube, die wollen Spaßkick machen. Da werden es drauf ankommen lassen, wer Erster, Zweiter wird. Und ja, letztendlich hat so die zugelosten Gegner. Ist doch eigentlich auch Wumpe. Das ist ein Prestigeduell. Sind gute Zocker dabei. Okay, hier und da wird sich sicherlich auch da das Team ein bisschen ändern. Bei kleineren Blessuren wird da der ein oder andere geschont. Aber in diesem Spiel werden über 2,5 Tore fallen. Harry Kane hat gesagt, wir spielen auf Sieg. Und wenn der Kapitän das sagt, dann wird das passieren. Und dass die Belgier ja ordentlich Buden gemacht haben und schön spielen, das sehen wir auch. Ich glaube, das wird ein faires Spiel, aber auch ein torreiches. Und das meint der Tippkönig auch. Und hier unten ist der Link, da klickt er mal rein. Und dann könnt ihr auch seine Analyse noch ein bisschen detaillierter wahrscheinlich dazu lesen. Ich bin selber gespannt auf seinen Text, aber der gemeinsame Tipp, der sollte doch wohl drin sein. Und dann haben wir noch die Partie des Turniers wahrscheinlich schlechthin. Auf das Spiel haben sich alle gefreut und das findet morgen Abend um 20 Uhr statt. Panama spielt gegen Tunesien. Da sagen wir Handicap-Sieg Tunesien und die Quote ist sagenhafte 3,20. Wir nennen es Risikotipp, aber wer Panama ordentlich verfolgt hat, gesehen hat, der weiß, das ist wirklich eine Top-Quote, weil Panama kann gar nichts. Hat auch noch zwei Jungs aus der Stammelf gelb gesperrt und Tunesien hat ja zum Beispiel gegen England zum Beispiel gut gerackert. Also die können einiges mehr als die Panamanesen. Wie heißen sie eigentlich nochmal? Panamanesen, sag ich jetzt mal. Die Jungs aus Panama halt. Und die Tunesier, die holen das rein. Also 3-2 finde ich viel zu hoch dotiert. Tunesien muss klar stärker sein. So, das waren unsere Tipps. Am Freitag wird, wie gesagt, in der nächsten Folge bilanziert. Vorher habe ich auch wieder einen Schnack mit dem Jörg, da quatschen wir, glaube ich, irgendwie morgen im Anschluss an die Brasilien-Partie. Das gibt es dann am Donnerstag für euch hier auf dem Kanal. Ansonsten natürlich Likes hier unten, Abos da oben, Glocke betätigen, dann seid ihr immer top informiert. Gerne teilen, Kumpels erzählen, dass es hier manchmal ganz lustig ist. Und ja, wieder reinschauen auf jeden Fall. Toi, toi, toi für alle Tipps. Und ich hoffe, ich habe am Freitag dann eine positive Bilanz. Also, bis denne!